Sehr geehrte FamilienunternehmerInnen, werte Stiftung Familienunternehmen, liebe GegnerInnen. Sie stehen prototypisch für die zentralen Probleme, die diese Gesellschaft und die Demokratie zerreißen. Für schamlose Bereicherung durch Umverteilung von unten nach oben, für die Stärkung antidemokratischer Kräfte sowie die Hinterzimmerpolitik der wirtschaftlichen Eliten mit den politisch Mächtigen. Sie maßen sich an, die Stimme aller 180.000 Familienunternehmen zu sein. Tatsächlich aber vertreten sie das Einzelinteresse weniger Superreicher und von Konzerndynastien wie BMW, Oetker, Otto, Springer oder Merck. Alles, wofür sie sich einsetzen, widerspricht den Interessen derer, die nicht vom eigenen Vermögen leben können. Alles, was sie tun, richtet sich gegen eine soziale Gesellschaft und eine gerechte Verteilung von Krisenkosten. In den kommenden Verteilungskämpfen werden wir unsere Stimme so laut erheben, dass ihre verstummen muss. Oligarchische Strukturen, die der Gesellschaft schaden und auch noch direkten Zugriff auf politische Macht haben, müssen zerschlagen werden. Daran arbeiten wir. Widerständige Grüße. Wer hat, der gibt.